Ja, und damit sind wir wieder vollständig hier auf dem Podium zum Thema, wie erreichen wir die Demokratieverdrossenen. Kurze Einführung meinerseits, lebendige Demokratie fordert das aktive Interesse von den Menschen, die in ihr leben. Und wir erleben aber ein Phänomen, dass sich doch viele Menschen nicht mehr repräsentiert fühlen von den politischen Institutionen, von den etablierten Parteien, zu denen auch die Grünen für viele längst zählen. Wir erleben Verunsicherung und Abstiegsangst. Wir erleben Desinteresse und Ablehnung an demokratischen Prozessen. Und wir erleben sogar eine aktive Ablehnung von demokratischen Prozessen. Wir wollen jetzt der Frage nachgehen in den nächsten 1,5 Stunden, wer sind diese Demokratieverdrossenen, wie sie im Titel heißen, die Frustrierten, wie kann man diese Milieus erreichen und wieder einbinden in politische Prozesse und wie kann man gleichzeitig eine klare Haltung eben einnehmen für die plurale Gesellschaft, wie kann politische Bildungsarbeit angesichts dieser Entwicklungen aussehen, welche Strategien sozialer Teilhabe muss es geben, wie muss sich grüne Politik verändern, um wieder näher an die Lebenswirklichkeiten der Menschen heranzurücken. Das sind die Fragen, denen wir uns jetzt stellen wollen. Und ich begrüße dazu und stelle Ihnen gerne vor auf dem Podium Jasmin Siri, Soziologin, gerade mit einer Professurvertretung für politische Soziologie an der Uni Bielefeld. Links daneben Thomas Krüger von der Bundeszentrale für politische Bildung, der Chef des Ganzen. Und auf meiner rechten Seite außen Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Grünen und Wahlkampfstratege. Jetzt in diesem wichtigen Jahr 2017 und last but überhaupt not least Heinz Bude, Soziologe von der Universität Kassel. Vielleicht mal so ein für uns einen ermunternden Applaus für den Anfang. Danke. Ich möchte Ihnen kurz noch das Prozedere erklären. Sie sehen so grüne Karten auf Ihren Sitzen. Wir würden gerne Ihre Beteiligung an der Diskussion haben, dass Sie Ihre Fragen, Ihre Statements kurz notieren. Die werden dann ein bisschen vorsortiert und uns aufs Podium raufgereicht. Also wenn Sie beherzt diese Möglichkeit der grünen Fragen nutzen und Ihre Fragen und Statements dort notieren, dann sind wir Ihnen sehr dankbar. Ja, erste Frage. Meine erste Frage ans Podium geht, möchte ich bitten, Heinz Bude, der sich bereit erklärt hat, uns einen kurzen Impulsvortrag zum Thema geben. Sie dürfen aufstehen und zum Podium gehen, zum Pult gehen. Also 10 Minuten. Guten Morgen. Hintergrund dessen, was ich jetzt sage, ist die Generalhypothese, dass wir uns seit 20 Jahren in einer Struktur generalisierten gesellschaftlichen Misstrauens befinden. Also all die effektiven Bewegungen der letzten 20 Jahre weltweit oder vor allen Dingen in den OECD-Ländern sind Bewegungen des Misstrauens und nicht des Vertrauens. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. We are living in the age of mistrust. Und wer sind jetzt vor diesem Hintergrund die Unerreichbaren in der deutschen Gesellschaft? Also diejenigen, bei denen sich dieses Misstrauen in ein hartnäckiges Systemmisstrauen verwandelt hat. Und ich versuche jetzt unterschiedliche Forschungen zusammenzuführen wegen 10 Minuten und unterscheide 3 Gruppen, die jeweils eine Repräsentanz von etwa 10% im Elektorat haben. Die eine Gruppe nenne ich mal die Selbstgerechten. Das sind Leute, die von ihren Lebensmodellen eine Vorstellung von fleißigem, vorsichtigem und beharrlichem Leben haben. Sie sagen, das ist das Wesentliche im Leben, dass man fleißig ist, dass man vorsichtig ist und dass man beharrlich ist. Dies ist vor allen Dingen bei denen in Bezug auf ihre Lebensinvestitionen, was Kinder und Enkel betrifft, sehr wichtig. Diese Gruppe ist beherrscht von Verlustaversion, das heißt von der Vorstellung, dass das, was sie erreicht haben, in ihrer mühsamen Lebensanstrengung zur Disposition gestellt wird und dass es wenig politische Kräfte gibt, die nur dieses Problem des möglichen Verlustes ihrer gesamten Lebensinvestition zur Kenntnis nehmen.
Das sind Leute, denen es relativ gut geht, die eine kleine Immobilie haben, die Bildungsinvestitionen getätigt haben über die Generationenfolge und von sich selber glauben, besser kann es man aus den Möglichkeiten, die ich hatte, gar nicht machen. Eine zweite Gruppe würde ich die Übergangenen nennen. Die haben das Gefühl, ausgepresst zu werden, unterworfen zu werden und sie sind sehr desillusioniert. Das sind die 12-14% Beschäftigten in einfachen Dienstleistungen in Deutschland, die ich im Unterschied zu dem Prekaritätsbegriff als Dienstleistungsproletariat bezeichnen würde, weil sie wenig verdienen, keine Aufstiegschancen haben und beherrscht sind von der Vorstellung des gebrochenen Stolzes. Diese Leute aus dem Dienstleistungsproletariat mögen eine Gruppe natürlich nicht, die Harzer, die vom Amt leben, weil ihre einzige Stolzressource, die sie haben, ist, ihr Geld selber zu verdienen, als Hermesfahrer, als jemand, der in der Gebäudereinigung tätig ist oder in der Pflege. Die dritte Gruppe ist besonders interessant, weil sie politisch sehr einflussreich ist, die Gruppe der Verbitterten, die hochgebildet sind, relativ gute finanzielle Ausstattung haben und sich eigentlich zu den Stützen der Gesellschaft zählen, aber den Eindruck haben, dass ihre Kompetenz und ihre Bereitschaften gesellschaftlich nicht nachgefragt werden. Im Gegenteil, dass es verhindert wird, dass sie ihre Möglichkeiten und Kompetenzen in die gesellschaftliche Debatte, in die gesellschaftliche Wertschöpfungszusammenhänge einbringen können. Sie sind gereizt, sie fühlen sich missachtet und zurückgesetzt. Sie sind oftmals solche, die bei Winner-Take-All-Märkten dritte, vierte Plätze nur eingenommen haben und nicht erste und zweite. Und sie sind beherrscht von der Vorstellung, dass wir mit einer Welt undurchsichtiger Pioniergewinne zu tun haben, wo Leute plötzlich reich werden und nach vorne kommen aufgrund von Bedingungen, die nicht mehr einsichtig sind. Wieso wird man mit einer App über Bars plötzlich so reich? Und die sagen, das ist doch alles eine Welt, in der überall quasi die Ordnung verloren gegangen ist. Alle drei Gruppen charakterisiert eine dezidierte Unfreundlichkeit und sie sind deshalb außerordentlich schwer zu erreichen. Für diese Gruppe gibt es im Augenblick zwei Antworten. Das ist Donald Trump und Martin Schulz. Beide repräsentieren Formen der populistischen Aufrufung in einer Welt des Misstrauens. Donald Trump sagt, ich mache eine Politik, die alle für wichtig nimmt und ich sehe das Ganze, in dem alle wieder ihren Platz finden können. Das ist eine populistische Aufrufung, die hinter der Idee America First steht. Martin Schulz denkt nicht von allen her, die für wichtig genommen werden, sondern vom Einzelnen, der wichtig genommen werden muss. Das heißt, ich mache eine Politik für die vielen Einzelnen und diese Politik muss sich immer auf die vielen Einzelnen als ihren Bezugspunkt orientieren. Und das wäre das, was Gerhard Schröder demokratischen Populismus nennt. Also die Einzelnen wichtig nehmen. Nicht alle wichtig zu nehmen, sondern die Einzelnen wichtig zu nehmen. Das ist eine andere Art von populistischer Inklusionspolitik. Der einzelne Mensch, der die Solidarität aller fordert, im Unterschied zum großen Ganzen, das eine Idee exklusiver, oftmals völkisch geschlossener Solidarität repräsentiert. Ist in dieser Variante der Erreichung der Unerreichbaren, diesen beiden Strategien, die populistischen Strategien der Erreichung der Unerreichbaren, ist für die Grünen jetzt noch, gibt es da eine Chance? Diese Logik ist eine Logik, die wir überall in den OECD-Ländern haben. Das ist der Kern der Polarisierungslogik. In allen OECD-Ländern ist es zu wenig beachtet worden bei dem Wahlergebnis in den Niederlanden, dass das beispielsweise dazu geführt hat, dass die glorreiche Partei der Arbeit in den Niederlanden auf 6% abgerutscht ist. Das ist eines der Ergebnisse dieser Polarisierung des politischen Feldes. Ich glaube, die Grünen haben einen Chance in dieser Doppelheit, wenn sie eine Botschaft ernst nehmen, die die Leute ihnen bisher noch abnehmen, dass sie nämlich die Statthalter eines Begriffs der Emanzipation sind.
weil sie akzeptieren den Bedarf an Solidarität und sie können ihn ihm eine Richtung geben mit einer Idee der Emanzipation, sehr simpel ausgedrückt. Wenn die Grünen eine Idee von Emanzipation einbringen, dann haben sie eine Chance in diesem Polarisierungsgeschehen. Das kann meiner Ansicht nach auf zwei Weise passieren, nämlich einerseits in Form eines reflexiven Konservatismus, für die beispielsweise Hartmut Rosa der Stichwortgeber wäre, oder in der Form eines erweiterten Liberalismus, für die Leute wie Judith Butler oder Friedbert Rüb oder so irgendjemand der Stichwortgeber sein könnte. In der ersten Variante geht es darum, die Lebensrealität des grünen Elektorats für eine Idee der Emanzipation ernst zu nehmen. Diese Lebensrealität würde ich als prekäre Privilegiertheit kennzeichnen. Das ist das Kern, die Kerngruppe des grünen Elektorats ist privilegiert, aber zu einem großen Teil, das war eben schon das Thema, haben alle mit Prekaritätserfahrung zu tun. Also diese privilegierte Prekarisierung ernst zu nehmen, zu einem Modell von Beteiligung, einem Modell von Teilhabe, einem Modell von Emanzipation, wo quasi die Resonanzchancen einer emanzipierten Gesellschaft im Zentrum steht. Das ist diese Idee des reflexiven Konservatismus, Resonanz, Ideologie, wenn Sie so wollen, sagen manche. Dafür hat Hartmut Rosa die Vorlage geliefert. Oder die Grünen versuchen ihr Emanzipationsmodell über die Linie des Liberalismus, des erweiterten Liberalismus, einzufangen, indem sie sagen, die liberalen Bürgerrechte sind heute über die sozialen Teilhaberechte mit Herausforderungen konfrontiert, was die Frage der Digitalität beispielsweise, was bedeutet es, ein gutes Leben in einem System von Lebensassistenz zu führen, was einem sozusagen digital angeboten wird? Was bedeutet es, ein gutes Leben zu führen in den transnationalen Kontexten, die wir weltweit zu gewahren haben? Und was bedeutet es da, eine Sozialpolitik, ein politisches Modell der Verletzlichkeit zu formulieren? Also dieser neue Liberalismus, dieser gebundene Liberalismus der Zukunft würde die Kategorie der Verletzlichkeit ins Zentrum stellen. Der neue Konservatismus, den die Grünen propagieren könnten, würde das Phänomen der Resonanz ins Zentrum stellen. Das ist die Wahl, vor der meiner Ansicht nach die Grünen stehen. Wenn sie es verpassen, ein Modell der Emanzipation dem Publikum anzubieten, dann wird der sich andeutende freie Fall weitergehen. Ich glaube, dann werden die Grünen mittelfristig keine Chance haben. Ja, vielen Dank, Heinz Bude, für diesen Impulsvortrag, der ja ganz vieles beinhaltet, ganz konkrete sozusagen Impulse für grüne Strategie, auch grüne Wahlkampfstrategie, aber eben auch ein weiteres Feld aufgemacht hat. Und da möchte ich beginnen mit der Diskussion der Kategorisierung der Demokratieverdrossenen, der Selbstgerechten, so war Ihre Einteilung, wenn ich es richtig verstanden habe, der zweite Gruppe, die Übergangenen, die schuften und zu wenig oder gefühlt zu wenig haben dafür, und die dritte, die Verbitterten. Und ich möchte einsteigen mit Thomas Krüger. Auch Sie beschäftigen sich ja mit dem Thema, wer sind diese Milieus, die Demokratieverdrossenen? Auch Sie haben Studien dazu erstellt. Wie sind aus Ihrer Sicht, wie ist die Definition, was haben Sie herausgefunden aus Ihrer Perspektive, und wie unterscheiden wir Demokratieverdrossenheit von Frustriertheit am politischen Betrieb? Politikverdrossenheit nenne ich es jetzt mal, also der Kritik an den etablierten Parteien, am etablierten Parteiensystem, einschließlich dem, was dazugehört, dem Talkshow-Ritualen etc. Sie bringen mich jetzt in die Situation eines Co-Referats. Also ich versuche es mal kurz zu machen. Also wir beschäftigen uns in der politischen Bildung ja seit geraumer Zeit mit dieser Frage, wie wir an diejenigen, die nicht mehr teilnehmen, an demokratischen Verfahren herankommen. Weil politische Bildung
wäre irgendwie ein Selbstbetrug, wenn das sich nur richten würde an die politisch Gebildeten oder diejenigen, die politisch interessiert sind. Und von daher sind wir eigentlich in der Disziplin der politischen Bildung zurzeit eher kritisch, was Zielgruppenkonstrukte betrifft. Weil methodisch ist das richtig, dass man sozusagen diversifizieren muss, genauer adressieren muss, was man sozusagen mit welchen Bildungssettings an wen heranträgt oder wen einlädt dazu. Es sind ja auch Kollaborationen, die sinnvollerweise angegangen werden. Aber jede Form von Konstruktion von Zielgruppen schließt eben immer bestimmte Leute aus, die man nicht mehr im Visier hat. Wir arbeiten seit mehreren Jahren mit den sogenannten Sinusmilieus. Das sind eher sozusagen sozialkulturelle Kriterien, die denen zugrunde liegen. Und die machen schon deutlich, dass das, was sozusagen jetzt mit den Kategorien von Herrn Bude beschrieben ist, sich eben in den Milieus, in den jeweiligen sozialkulturellen Milieus nochmal stark ausdifferenziert. Wir wissen auch, dass sozialkulturelle Milieus ein völlig unterschiedliches Wahlverhalten haben. Beispielsweise sind die eher bildungsbenachteiligten sozialkulturellen Milieus nur zur Hälfte überhaupt an den Wahlen beteiligt, währenddessen die bildungsaffinen Milieus bis zu 85% an den Wahlen teilnehmen. Und das macht deutlich, dass wir eigentlich einen Repräsentationsdefekt haben. Das heißt, diejenigen, die sich nicht mehr repräsentiert fühlen, nehmen nicht mehr an den Wahlen oder überhaupt auch an Deliberationsverfahren, also Bürgerbefragungen, Beteiligungsverfahren teil und haben damit auch nicht mehr die mandatierten Repräsentanten, die sie sozusagen in dem Kontext mitvertreten. Das ist das große Problem. Was machen wir in der politischen Bildung? Wir haben drei Ansätze. Erstens, wir versuchen sozusagen bezogen auf die ausdifferenzierten und adressierten Zielgruppen sowas wie Elementarisierung politischer Bildung durchzuführen. Das heißt, man muss sozusagen versuchen, Bildungsgegenstände in ihrer Komplexität zu reduzieren, ohne sie zu verfälschen. Das ist meistens die Quadratur des Kreises, aber wer es nicht versucht, gibt von vornherein auf. Zweitens, wir versuchen sozusagen stärker selbstkritisch zu reflektieren, dass Zielgruppen als Konstrukte eben immer ausschließen und durch sozusagen fortschreitende Diversifizierung präziser in den Blick zu bekommen, wie unterscheiden sich denn die Menschen, die jetzt unter solche Konstrukte sozusagen zusammengefasst werden? Weil das ist wiederum wichtig für die entsprechenden Bildungsangebote, die man an sie heranträgt. Und der dritte Punkt, was ganz wichtig ist bei den hier allgemein als Demokratieverdrossen oder Politikverdrossen beschriebenen, ist die Frage, dass man eben nicht mehr mit krediblen sozusagen Instanzen als Multiplikatoren mit ihnen arbeiten kann, sondern man braucht Brückenmenschen, Peers, die aus den sozialkulturellen Milieus selber kommen und sozusagen einen Glaubwürdigkeitsvorsprung, einen sozusagen vermittlungstechnologischen Vorsprung haben vor Lehrern, Dozenten, Polizisten, weiß ich, also sozusagen den klassischen Vermittlern sozusagen von Werten in der Demokratie. Das ist eigentlich der Punkt. Ich könnte Ihnen jetzt ein Beispiel nennen in der politischen Bildung, wenn ich ganz kurz... Wollen wir vielleicht, um die Diskussion ein bisschen aufzufächern, auf die konkreten Beispiele gleich kommen. Die sind nicht vergessen, ganz, ganz wichtig finde ich die, nur dass wir allgemein erst nochmal bei der Analyse bleiben, was sind die Demokratieverdrossenen. Aber es ist nicht vergessen und wer können Vermittler sein, zum Beispiel Stichwort Martin Schulz. Warum funktioniert er vielleicht ganz gut als eben so ein Vermittler gerade? Nochmal vorher die Frage an Frau Siri, Thema Demokratieverdrossenheit. Wie groß ist der Prozentsatz derer, die Herr Krüger eben beschrieben hat, als Menschen, die nicht mehr teilnehmen, die einfach sich davon verabschiedet haben? Erleben wir vielleicht einen Prozess gerade, der sich wieder Neubeteiligung und inwieweit ist diese Gruppierung männlich? In den USA ist es ja der weiße Mann oder im großen Prozentsatz der weiße Mann im mittleren Lebensjahren, der sich irgendwie da nicht mehr repräsentiert fühlte. Also es ist eine sehr komplexe... Bin ich an? Nee?
Es ist ja eine sehr, sehr komplexe Situation und Heinz Bude hat das ja schon illustriert mit den drei Milieus, die er jetzt skizziert hat. Dann hatten wir von Sinusmilieus gehört. Also was wir erleben, ist eine Fragmentierung von Öffentlichkeit, die wir durch die Art und Weise, wie sich auch die Medien verändert haben, auch mitbekommen. Also sozusagen, es gab ja immer Fragmentierungen und Entgrenzungen in Gesellschaften, aber sozusagen, wir erleben es ja jetzt, dass wir das sehr deutlich mitbekommen und auch mitbekommen, was die anderen, wer auch immer die sein mögen, je nachdem, wo wir uns positionieren, was die tun und wie die denken. Und ich glaube, das ist eine sehr neue Erfahrung, vergleichbar vielleicht also mit der Erfahrung des Buchdrucks, also von der Wichtigkeit oder von der Sprengkraft, die darin auch für Gesellschaften steht, also die Erfindung des Computermediums tatsächlich. Parteienverdrossenheit hat ja, oder ich nenne es jetzt mal erstmal Parteienkritik, ja, und sowas wie eine populistische Parteienkritik hat in Deutschland eigentlich begonnen mit der Gründung von Parteien. Also in dem Moment, wo die deutschen Parteien gegründet wurden, aktualisierte sich auch so ein Krisendiskurs, der immer stark war, naturgemäß stark war und auch Motor war für demokratische Entwicklung durchaus. Also es ist ja immer ambivalent. Also das müsste man erstmal trennen von denen, die sich gar nicht beteiligen oder die sozusagen abgeschlossen haben mit der Art und Weise, wie das demokratische System aktuell organisiert ist, auch sozusagen mit der Organisation von Parteien sich oder von der Parteiorganisationen sich nicht angesprochen fühlen, wofür es ja auch Gründe gibt. Parteien wurden gegründet in einer sozialhistorisch anderen Ausgangslage anhand von ganz anderen Cleavages, die sozusagen auch oft nicht mehr das abbilden, was Menschen als ihre Lebenswelt aus ihrer Lebenswelt kennen. Also das Rechts-Links-Schema nehmen wir es mal zum Beispiel. Das ist für viele ja nicht mehr so plausibel, wie es vielleicht für parteilich organisierte Menschen plausibel ist. Und da ist halt die Frage, wie man sozusagen das einordnet. Also sind die Demokratie verdrossen? Wollen die jetzt eine Diktatur oder wollen die nur vielleicht sich nicht in gewissen Formen engagieren, wie zum Beispiel in einer Parteiorganisation, wobei auch da wird jetzt immer gesprochen von den Neueintritten in demokratische Parteien und so weiter. Also man muss es sehr trennen. Zu den Männern, also wir wissen, dass sozusagen bei den Sympathisantinnen und Sympathisanten der AfD tatsächlich ein sehr großer Männerüberschuss, nenne ich es jetzt mal, da ist. Und es gibt dafür aus so einer Gender-Perspektive verschiedene mögliche Erklärungen, nämlich zum Beispiel, dass männliche Biografien von den Umbrüchen, also Heinz Bude hat es kurz skizziert, also sozusagen Unsicherheitserfahrungen nochmal anders betroffen sind aufgrund der geschlechtsspezifischen Sozialisierung als Frauen. Also das wäre eine mögliche Erklärung. Ich weiß nicht, ob ich sie ganz plausibel finde, aber es wäre eine Erklärung. Zum anderen wissen wir aus der Wahlforschung, dass sozusagen Männer grundsätzlich leichter populistisch wählen oder schneller populistisch wählen als Frauen das tun. Auch da kann man sich fragen, welche geschlechtsspezifischen Sozialisationsgründe dafür sprechen. Es liegt sicher nicht daran, dass Frauen die besseren Menschen sind oder politisch klüger oder so, sondern es hat was mit geschlechtsspezifischer Wahrnehmung von politischer Kommunikation zu tun, die als angenehmer empfunden wird. Und es hat natürlich auch mit Themen zu tun. Also wenn man sich das AfD-Programm anguckt, dann ist sozusagen die zum Beispiel Geschlechter- und Familienpolitik da halt anders repräsentiert, als es vielleicht die Lebenswelt von Frauen fordern würde. Damit sind wir, Sie haben das Stichwort AfD genannt, damit sind wir eigentlich schon recht konkret im Feld des Politischen. Michael Kellner als der politische Praktiker hier auf dem Podium. Wir müssen ja eigentlich von der Repolitisierung sprechen, wenn wir uns AfD, Erstarken der AfD hier in Deutschland anschauen oder eben Le Pen in Frankreich oder Brexit in Großbritannien oder Trump in den USA. Wir erleben, dass sich Menschen für Politik oder in der Politik engagieren, aber mit antidemokratischen und antieuropäischen Tendenzen. Welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft und wie kann grüne Politik darauf antworten? Es sind schon so viele Themen angerissen worden auf dem Panel und an der Vorrede, auf die ich gerne reagieren würde, aber ich gehe erstmal auf die Frage ein, dann würde ich gerne noch ein, zwei andere Punkte versuchen anzusprechen. Also Sie haben recht, wir sehen eine Repolitisierung. Also ich bin jetzt seit Oktober 2013 Bundesgeschäftsführer der Grünen und die Jahre waren alle spannend für mich, aber man hat ja das Gefühl gehabt, in den ersten zwei Jahren bis zu der Frage der Flüchtlingsbewegung schien ja so ein Neo-Biedermeier über den Land zu liegen. Also die sah man auch in den Umfragen, es
Es bewegte sich wenig. Es erschien erstarrt. Wir haben, Frau Siri hat das gerade erwähnt, wir haben darüber gesprochen, über es, was machen wir eigentlich gegen eine immer weiter sinkende Wahlbeteiligung. Also wenn ich mich an die Europawahl 2014, an die Landtagswahlen 2014, 2015 erinnere, waren das andere Debatten. Dann erleben wir eine wahnsinnige Repolitisierung. Wir erleben Auseinandersetzungen in internationalen Bereichen, die bis weit in unsere Innenpolitik zurückschlagen. Also ich erinnere an die Abstimmung zu dem Brexit. Ja, die Wahlen von Trump wurden angesprochen. Wir haben, das wird uns auch das ganze weitere Jahr übrigens begleiten, ja nicht nur mit der Frage der Niederlanden, sondern wir haben die französischen Präsidentschafts- und dann auch Parlamentswahlen dieses Jahr noch. Wir hatten, das kam ja im Vorfeldpanel schon, die irre Idee, diesen G20-Gipfel in Hamburg zu machen. Das war übrigens Teil der Olympia-Bewerbungsidee der damals alleinregierenden SPD. Dann hat die Bevölkerung gesagt, wir wollen Olympia nicht, aber jetzt bleibt G20 in der Innenstadt von Hamburg. Nicht so eine ganz schlaue Idee. Das heißt, da kommen Trump, da kommen Erdogan, also sie kommen nach Deutschland. Also auch das ja wird dieses Thema befördern und ist auch Teil der Auseinandersetzung, diese Frage von autoritär, die eine Rolle spielt und Freiheit und Weltoffenheit auf der anderen Achse, ist eine große Debatte und eine große Auseinandersetzung, die führt. Und was mich sehr gefreut hat, wir hatten, das habe ich bewusst gerade in der Aufzählung nicht genommen, wir hatten die Wahlen in Österreich. Also ich meine, Österreich hat ja mehrfache Anläufe unternommen, Präsidentschaftswahlen zu machen. Und es hat ja zweimal dazu geführt, dass ein Grüner, dass Sascha van der Bellen, Gründung, also die Gründungsfigur der österreichischen Grünen, lange Jahre Parteivorsitzender, Club-Obmann, das ist der Fraktionsvorsitzende dort, die Wahlen gewonnen hat. Und auch in den Niederlanden mit Jesse Klaver, Sie haben völlig recht, Herr Bude, die dortige Sozialdemokratie hat 19% verloren, die Grünen sind auf 9% wieder hoch. Das ist angesichts dieser Verschiebung jetzt nicht so, also könnte man sie noch größer verschieben, aber es war ein gigantischer Erfolg für eine grüne Partei, die wirklich am Boden lag noch vor 4 Jahren. Wir haben ja immer viel Kontakt innerhalb eines europäischen grünen Netzwerkes, die es gezeigt hat. Und beide haben aus meiner Sicht sehr, sehr stark gemacht, dass sie auf dieser Achse Frage von autoritär, offenen Gesellschaften, Politikwissenschaften würde man vielleicht libertär sagen, da eine sehr klare Position eingenommen haben, eine sehr klare Orientierung gegeben haben und sehr klar gekämpft haben. Und das ist auch eine Rolle, die ich für meine Partei wünsche und sehe, auch in den anstehenden Auseinandersetzungen. Aber lass mich noch einen Punkt sagen, weil das ist mir eine ganz wichtige Aussage. Also ich bin tatsächlich Politikhandwerker auch in meiner Rolle als Geschäftsführer, ich bin aber auch Programmatiker. Und es gibt, weil jetzt über Sinusmilieus und wir könnten über verschiedene Milieus reden, wichtig ist, und das ist das, was mich auch zu den Grünen mitgeführt hat und was meine Partei auszeichnet, ist, wir schreiben ein Programm für die gesamte Gesellschaft, für die gesamte Bevölkerung. Wir erreichen vielleicht unterschiedliche Gruppen. Der Anspruch, der normative Anspruch von Programmatik, von grüner Programmatik ist, wir beschreiben eine Programmatik für eine Gesamtgesellschaft. Und dann kann man sozusagen im Handwerk über einzelne Fragen und über Zielgruppen und alles reden. Aber der Punkt, und wir kommen später, glaube ich, nochmal auf die kulturellen Fragen und die sozialen Fragen und wie auch Ökologie mit Gerechtigkeit zusammenhängt, nämlich elementar, das ist in der grünen Programmatik drin, das ist mir wichtig. Und dann ist der letzte Punkt, den ich noch machen will, es gibt ja auch manchmal so Mythen in Tüten. Ja? Also da hinten sitzt Herr Sartorius von Kantar oder Infratest. Also 29% der grünen Wählerinnen und Wähler haben einen Hochschulabschluss. Also eine Minderheit der Wählerinnen und Wähler. Natürlich ist es überproportional zur Gesamtbevölkerung. 44% haben ein Haushaltsnettoeinkommen von unter 2.000 Euro. 44%, da haben Sie völlig recht mit der Formulierung, dass da auch eine Prekarisierung von bildungsnahen Schichten. So haben Sie es nicht gesagt, das war jetzt meine Übersetzung. Ja, eine Verletzlichkeit. Und das zeigt auch, und das wollte ich, das ist mir nochmal wichtig zu beschreiben, Programm für die Gesamtgesellschaft und auch natürlich eine viel breitere Wählerschaft, als es manchmal in manchen Klischees, die von außen über die Grünen gezeichnet wird, da ist. Gebe ich gern sofort an Herrn Bude weiter. Und zwar die Frage, Sie haben es vorhin so schon als Ratschlag, die Grünen als Statthalter eines Begriffs von Emanzipation. Was haben die Grünen in den Niederlanden
anders gemacht und vielleicht auch mehr von der Kursrichtung, die Sie da vorschlagen, als die Grünen oder umgekehrt gefragt, was können die Grünen in Deutschland davon sich abschauen? Warum sind sie hier bei 7% gerade und haben in den Niederlanden einen guten Wahlerfolg gehabt? Also ich finde die niederländische Variante sehr, sehr interessant im Augenblick. Und ich würde sagen, was die Niederländer hingekriegt haben, ist eine Mischung aus Stellungskrieg und Sehnsucht. Also sie haben sozusagen den Stellungskrieg erklärt und haben gesagt, hier gibt es Positionen, die halten, die sind mit uns, die stehen bei uns nicht zur Disposition, auch gegenüber einer rechtsliberalen Regierungspartei. Und gleichzeitig haben sie offen gelassen die Frage der Sehnsucht im Sinne einer Emanzipation, die über den gegenwärtigen Zustand hinausgeht. Also es hört sich jetzt ein bisschen philosophisch an, ich glaube aber für eine Wahlkampfprogrammatik und für das Aufstellen eines politischen Programms jenseits von Milieuansprechung. Denn unter, mal ganz schnell in Klammern gesagt, Trump und auch Schulz macht diese ganzen Sinus-Milieus-Ideen fertig. Interessiert nicht mehr. Die Strategien, die erfolgreich waren in den letzten Jahren, haben sich darum überhaupt nicht mehr gekümmert. AD mit Sinus-Milieus. Sondern die Idee, was ist eine Botschaft, die verallgemeinerungsfähig ist von den Lebenserfahrungen und von den Vorstellungen über das, wie wir leben wollen, für alle. Prinzipiell alle in der Gesellschaft. Trump hat mit der Idee einer sozialen Majorität gegen die Idee einer kulturellen Addition. Also das Clinton-Programm war die Idee einer sozialkulturellen Addition unter einem Dach. Von Milieus, ja. Genau, Milieus. Und Trump hat gesagt, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich spreche für die soziale Majorität unserer Gesellschaft. Das war das Durchstartprogramm. Und damit hat er alle Umfragen Dispositionen quasi in den Papierkorb geschmissen. Das war sehr interessant. Und Schulz macht etwas Ähnliches im Augenblick. Das sind die interessanten Politikangebote, die wir im Augenblick haben. Und ich glaube, das nochmal zurück zu den Niederlanden, das ist das Interessante für die Grünen zu sagen, an welchen Punkten ist unser Proprium, wo gehen wir in den Stellungskrieg und an welchem Punkt sagen wir, das Wort, wie wir es jetzt haben in der Geschichte, ist nicht das letzte Wort. Und wir sind die Statthalter sozusagen des Vorletzten. Also im Blick, ob das Allerletzte sagt ja sowieso, das letzte Wort sagt eh jemand ganz anderes, wissen wir ja. Aber vorher sind wir doch die Grünen da. Ne? Und das ist, glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Gesellschaft im Augenblick, meiner Ansicht nach in Deutschland, ich sage das jetzt mal sehr schnell, sehr überzogen, nimmt im Augenblick den Grünen diese zweite Position, der Statthalter der Sehnsucht über den Augenblick hinaus nicht mehr ab. Sie sind reine Stellungskrieger in Deutschland, in einem Stellungskrieg, der unklar ist, ob der nicht am Ende bei Angela Merkel viel besser aufgehoben ist. Würde ich gerne nochmal an Herrn Krüger weitergeben. Schulz als jemand, der eben diese Sehnsuchtspotenziale aufnimmt und der vielleicht auch, und die Frage, warum funktioniert es gut, der vielleicht auch sowas wie das, was Sie vorhin als Vermittler, jemand, der eben vorlebt, ja, ich komme aus einem ähnlichen Erfahrungskontext, spielt auch das eine Rolle bei dem zugegebenermaßen sehr überraschenden und überwältigenden Erfolg, den Martin Schulz gerade an der Spitze der SPD einnimmt, was die Umfragen angeht? Also ich bin zurzeit ein bisschen hin und her gerissen. Also diese Benutzung des Populismusvorwurfs hat eine... Demokratischer Populismus, ja, was hier genannt wurde. Oder die Feststellung, weiß ich, Trump als Populist, Schulz als Populist. Das hat also sozusagen, man operiert mit einem Begriff, der in sich eine relative Unschärfe trägt. Und sozusagen, also mein älterer Sohn würde in so einer Situation sagen, wenn so ein Begriff wie Populismus angespitzt wird für die politische Auseinandersetzung, man selber aber natürlich überhaupt nicht im Geruch Populist ist zu sein, dann hat man offenbar ein Problem, dann würde er sagen, heul doch. Weil ich glaube sozusagen, weil die Frage, die sich hinter die, also sozusagen auch in Amerika, was Trump betrifft, was eigentlich sozusagen der Fall ist, ist nicht unbedingt die Frage des Populismus oder einer Ideologie, sondern eines Kommunikationsangebotes. Und vielleicht ist es ja so, dass dieser Schulz-Hype
gar nichts mit der SPD oder mit ihm selber zu tun hat, sondern mit einer allgemeinen globalen Situation von Veränderungen, die Leute herausfordern, sich zu positionieren. Und sie suchen in einer solchen Situation nach Kommunikation. Und Schulz ist die Projektionsfläche, die sich anbietet. Und dieses Kommunikationsangebot kommt von den Grünen derzeit nicht, möglicherweise. Es gab sozusagen vor kurzem mal, fand ich eine tolle Geschichte, eine Geschichte, wo ich dachte, oh, da sind sie ganz nah an der Kommunikation dran. Das war, als Renate Künast die Hater besucht hat und bei denen geklingelt hat. Das war so ein Thema, sozusagen, wie kann man auf originelle, sehr kredible und offensive Art und Weise so ein Thema aufgreifen. Da ist man ganz nah an der Kommunikation, auch was diese ganze Frage von Social Media und so weiter betrifft. Das fand ich sehr glaubwürdig, sehr direkt. Aber das ist sozusagen eher eine kleine Mediengeschichte gewesen und als Fußnote verbraten worden. Stattdessen sozusagen fragt man sich sozusagen auch, wo sind derzeit die Kommunikationsangebote im parteienpolitischen Spektrum? Und absurderweise ist es eben jemand, der schon 35 Jahre in der Politik ist und überhaupt nichts Neues eigentlich an ihm rational zu ermitteln ist. Aber es ist eben sozusagen dieser kommunikative Projektionsfläche, die er bietet, das Angebot, mit dem Einzelnen zu reden, das ist sozusagen offenbar so ein Bedürfnis der Stunde. Ich will das sozusagen als Punkt nur mal festmachen, weil sozusagen mit diesem Begriff des Populismus kommen wir relativ wenig weiter, glaube ich. Das ist meine persönliche Überzeugung. Wir versuchen natürlich in der Auseinandersetzung in der politischen Bildung das zu fokussieren und auch sozusagen Exklusionstechnologien und Praxen zu definieren. Aber irgendwo bleibt das sozusagen dann immer im Ungefähren. Und der Begriff wird eben als politischer Kampfbegriff genutzt. Und dann fragst du dich natürlich sozusagen dahinter, was sind denn jetzt die eigentlichen Punkte, die interessieren, die aufrütteln, die motivieren können. Und ich habe mal nachgefragt, wie das mit diesen komischen Parteieintritten ist. Also jeder vierte Parteieintritt da im Willy-Brandt-Haus ist ein Rückkehrer von Leuten, die schon mal in der SPD waren. Also das finde ich ist auch bemerkenswert, weil das wirft ein Licht. Vielleicht auch manchmal wünschen. Ja, das wirft ein Licht auf sozusagen offenbar verplemperte und lax gehandhabte Kommunikation mit dem eigenen Klientel. Und da passieren zurzeit Veränderungsprozesse, die aber eher sozusagen mit dem sozialdemokratischen Milieu selbst zu tun haben, dass also diejenigen wieder aktiviert werden, die eigentlich enttäuscht waren und sozusagen nicht mehr mitgespielt haben. Frage an Frau Siri, warum funktioniert dieses Kommunikationsangebot, was Martin Schulz jetzt anbietet, so gut? Warum reaktiviert das so viele Menschen, die mal sich zugehörig fühlten zur SPD, und warum gelingt es den Grünen gerade nicht? Also ich denke, eine Sache, die bei Schulz noch relevant ist, zusätzlich zu dem, was Herr Krüger gerade schon gesagt hat, das teile ich alles, ist, dass es in einer Zeit kam, in der sozusagen diese Chiffre der Alternativlosigkeit weitgehend von vielen politischen Akteuren geteilt wurde, also außer von der AfD, ne, die genau damit ja gelebt hat und ihren Gründungsmythos aus dem Kampf gegen die angebliche Alternativlosigkeit zog. Und ich glaube, insofern hat diese Projektionsfläche so eine Wirkungsmacht, gerade bei jüngeren Menschen entfalten können, also die Projektionsfläche Schulz, der ja sozusagen für viele ja gar nicht so bekannt war. Also es war ja, mich hat es auch sehr überrascht, dass also jemand, der aus der EU-Politik kommt, ein Techniker eigentlich, sozusagen diese Offenheit symbolisieren konnte und da auch viel Kommunikation ja innerhalb, zum Beispiel wenn man in die sozialen Medien guckt, es ist wirklich viel Kommunikation da von jüngeren Leuten mit Schulz, über Schulz, ob man die Videos dann toll findet oder teilweise etwas übertrieben. Das lasse ich mal dahingestellt, aber es ist schon interessant und ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie sich Politik strukturiert hat, und es hat auch viel damit zu tun, und das übrigens bei Trump dasselbe, ich würde gar nicht den Sieg von Trump als Erfolg einer Strategie feiern oder beschreiben, sondern eher als eine
Protest, als das Ergebnis einer Protestwahl, die mit einer starken Kritik an Funktionseliten verbunden war, und zwar Funktionseliten in der Politik, in der Wissenschaft und im Journalismus. Ja? Und genau damit, das sehen wir bei vielen populistischen Bewegungen, ob rechts oder links, dass es immer sozusagen der Hinweis ist, liebe Funktionseliten, eure Diskurse sind nicht unsere. Und ich glaube, dass Funktionseliten da durch die Beobachtung von sozialen Medien und Computermedien eben ganz viel lernen können, weil da sieht man eben, was nicht immer schön ist, also ich kriege ja auch Hasskommentare bei Twitter und all dies, aber man sieht eben sozusagen, dass diese Diskurse kontingent also sind, also auch anders sein könnten und dass sie nicht unbedingt die Lebenswirklichkeit aller umfassen, die um einen rum leben, dieselbe Sprache sprechen und so weiter. Also die Frage, welche Diskurse finden die Eliten relevant und inwiefern inwiefern findet das Resonanz im Elektorat? Also beispielsweise reden wir ja in der Politikberatung oder in der politischen Kommunikation ständig darüber, Narrative zu finden, die funktionieren und so weiter, und sehen aber dann, dass das vielleicht gar nicht das ist, was sozusagen ja, da draußen relevant ist. Und da kann man eben vielleicht, wenn man möchte, von lernen. Also das können alle Parteien, auch die Grünen, ja. Die Grünen kommen ja aus der Ecke, dass sie nämlich Kritiker der Funktionseliten waren. Ein sehr starkes kritisches Potenzial hatten, nun wahrgenommen werden, offenbar als Teil. Und da kommt dann als Teil des Apparates mehr und mehr. Ich wollte die Frage an Kellner weiterspielen. Darf ich da noch einen Satz zu sagen? Weil ich finde, das ist so ein wichtigen Punkt, den Sie da aufrufen. Also die Frage ist auch sozusagen, früher hat man gesagt, den eigenen Klassenstandpunkt zu kennen. Und ich glaube, ein Problem, das die Grünen haben könnten oder Teile der Grünen, ist ja schon, dass sie sich immer noch verstehen als so die Underdogs des politischen Systems oder dass sie sozusagen aus so einem Bewusstsein heraus sprechen. Aber natürlich Establishment sind. Und dasselbe gilt für feministische Soziologinnen und viele andere. Es gibt einfach Teile der Bevölkerung, die so Leute wie mich, ne, als Establishment sehen, und damit muss man umgehen. Man muss sich fragen, wie verändere ich meine Ansprache oder meine politische Kommunikation insofern, dass ich mich zum Beispiel dann nicht als Opfer der Verhältnisse generiere, sondern sage, okay, es gibt wirkmächtige feministische Positionen beispielsweise, und die auch machtvoll sind und die dann eben auch wieder exkludierend wirken können. Also das wäre sozusagen so ein Dreh, den ich da wichtig fände. Und ich glaube, bei den Grünen wäre das ein Punkt, der relevant wäre. Ratschläge, Herr Kellner, sind auch Schläge. Ja, das wird hier ganz schön heftig für Sie. Kommt sehr, sehr viel Input, wie die Grünen diesen stärker wieder sich profilieren können oder einen Weg gehen, einen kommunikativen Weg, der zeigt, wir sind eben nicht part of Etabliertes, und sondern wir sind ein Ort, wo sich eben Sehnsüchte auch, die wir sozusagen, wo wir Menschen mobilisieren können und denen einen Bezugspunkt geben können. Müssen wir zwei Unterscheidungen machen. Das eine ist, wir sind in 11 Landesregierungen. Natürlich haben wir Regierungsverantwortung in 11 von 16 Ländern. Wir stellen unter anderem einen Ministerpräsidenten in einem nicht kleinen Bundesland, nämlich in Baden-Württemberg. Das heißt, die Frage, ja, und natürlich gibt es eine Sehnsucht davon, wie die älteren Grünen den Tannenbaum ins Parlament geschleppt haben oder mit Wollpulli, auch wenn man das heute vielleicht gar nicht mehr sehen will, aber diese Bilder nach Sehnsucht, ja, das aber ist. Aber was könnte denn eine vorwärtsgewandte Sehnsucht sein? Genau, darauf wollte ich kommen. Also sozusagen, diesen Widerspruch gibt es, aber den können wir ja nicht auflösen und zu sagen, wir regieren in 11 von 16 Ländern, wir sind in vielen Kommunen, Bürgermeister, sonst wie. Das kann ich ja nicht in Abrede stellen. Das wäre auch ein völliger Punkt. Der zweite Punkt ist aber, der entscheidend ist, ist die Frage, Sie haben es vorhin Sehnsucht genannt. Man kann es auch Orientierung über Regierungsverantwortung hinaus, die ja für uns keinen Selbstzweck hat, sondern sie muss in eine Richtung stimmen. Und selbst im Regierungshandeln, wo eine Richtung stimmt, bleibt eine Orientierung über den Tag hinaus. Und da hat Grün aus meiner Sicht sehr viel zu bieten. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Das eine ist die Frage von, und das ist die Frage von Ökologie. Die Frage, ich meine, wenn Sie sich die letzten Tage und Wochen angeschaut haben, dann sehen Sie doch, dass die Klimawissenschaft sich geirrt hat. Aber nicht geirrt hat, wie das vielleicht Trump und einige AfD-Leute meinen, sondern dass die Auswirkungen und die Prognosen in Realität viel schlimmer sind als die meisten mittleren Annahmen. Das ist der Irrtum der Klimawissenschaft der sich in den letzten, und brauchen Sie nur schauen. Und das ist doch ein Punkt, diese Frage,
Ja, und da fand ich jetzt, um nochmal positiv über den großen Teich zu greifen, ich glaube, es ist ein Zitat von Obama, der mal gesagt hat, wir sind die erste Generation, die die Auswirkung der Klimakrise erlebt und wir sind die letzte, die sie begrenzen kann. Das ist eine riesige Aufgabe und Orientierung, wo Grüne eine Rolle haben und wo schauen sich, Teil meiner Sache ist dann auch wiederum Handwerk, wenn ich mir die Rede von Martin Schulz anschaue, da kommt der Begriff Klimaschutz, Klimakrise, Umwelt nicht einmal vor. Ist nicht einmal vorgekommen auf dem Parteitag der SPD als seiner Bewerbungsrede. Eine klare, lehnen Sie es nach, also ja, also es ist eine klare Aufgabe für Grün. Die zweite Sache ist, ich bin überzeugt davon, es ist so, wir hatten unsere Urwahl, wir hatten die Verkündung des Ergebnisses, 5 Tage später kam Schulz. Das war einfach ein Hype, wo natürlich erstmal Aufmerksamkeit abgezogen wird. Wenn ich mir anschaue, wer die beiden Spitzenkandidaten der Grünen sind und was sie repräsentieren, dann repräsentiert Cem Özdemir aus meiner Sicht viel stärker und viel moderner, was in diesem Land in den letzten 20 Jahren geschehen ist und wie dieses Land sich verändert hat mit seiner Biografie als Arbeiterkind, mit Migrationshintergrund, mit jemandem, der auch in diesen Auseinandersetzungen die Frage, wie gestalten wir eigentlich Integration, wie gestalten wir friedliches Zusammenleben, eine sehr, sehr starke Rolle. Und das sieht man ja auch sowohl in der Debatte mit der Türkei als auch in der Debatte in Deutschland eine Rolle spielen kann. Und Katrin Göring-Eckardt, und da musste ich vorhin, als Sie gesagt haben, es ist seit 20 Jahren so, diese Frage von Statussorgen und Statusveränderung. Naja, ich komme aus Thüringen, ich komme aus Ostdeutschland. Für die Generation meiner Eltern war diese Statusfrage, hatte enorme Bedeutung gehabt, weil natürlich nach 1989, in den Jahren danach, war es zumindest in Ostdeutschland so, dass es zwar auch vielen besser ging, aber sie einen relativen Statusverlust hatten. Und das hat zu einer hohen Unzufriedenheit mit dem neuen System geführt. Weil es natürlich, da ging es nicht darum, dass man jetzt den besseren Joghurt im Kühlschrank hat und viel mehr an Produkten, unzweifelhaft viel mehr ökonomische Kaufkraft. Trotzdem haben viele Leute einen wirklichen Statusverlust im sozialen Status für sich erlitten. Und das hat zu einer hohen Unzufriedenheit geführt. Das ist also nicht nur ein Phänomen von 20 Jahren, sondern es ist auch ein Phänomen, was zumindest in Ostdeutschland schon ein längeres Phänomen ist, was ich gerne nochmal reden würde. Und da ist mit Katrin, deswegen erzähle ich gerade dieser Punkt, und das ist, deswegen ist auch Katrin Göring-Eckardt, jemand, die Spitzenkandidatin, jemanden, die Wandel erlebt hat, die das verstanden hat. Und wir sind gerade wieder in einer Phase von Umwälzung, von Veränderung, wo es die Aufgabe meiner Partei ist, da Orientierung zu geben in der Richtung. Da bin ich bei allen, die das gesagt haben. Und das ist unsere Aufgabe, das ist die Geschichte, die wir auch bis September erzählen müssen. Ich finde das einen ganz interessanten Punkt, Herr Kellner. Sie sagen, unsere beiden Spitzenkandidaten repräsentieren eigentlich diese moderne oder unsere Gesellschaft, der eine mit Migrationshintergrund, neudeutsches Wort, die andere eben aus den neuen Bundesländern kommt, für Pluralität stehen diese beiden Spitzenkandidaten, auch für eine Kulturfrage. Und die Frage jetzt an Herrn Bude, funktioniert Martin Schulz vielleicht gerade deswegen so gut, weil er eben genau diesen Kulturfragen aus dem Weg geht? Was heißt eigentlich plurale, moderne Gesellschaft, 21. Jahrhundert, Leben mit Unsicherheit, weil er eben versucht, Sicherheit zu geben, eigentlich Fragen des oder Antworten des 20. Jahrhunderts nochmal wieder neu aufzulegen? Also ich glaube schon, ich mag diese Idee, diese Rede mit den Kommunikations-, seien Sie mir nicht böse, das mag ich irgendwie alles nicht. Als ob das alles eine Frage von Kommunikationsangeboten nur ist. Also ich glaube, wir sind irgendwie, die Zeit ist vorbei, über Kommunikationsangebote zu reden. Na, da kommen wir gleich noch zu. Aber es ist vielleicht nur so eine, ich bin irgendwie über mit der Kommunikation. Aber ich finde die Frage wirklich spannend, weil wir haben es ja wirklich... Ja, genau. Ja, genau. Prima. Okay, Sie dürfen sich trefflich streiten, aber ich möchte meine Frage nochmal wiederholen. Und zwar, kann es sein, dass gerade weil einer Kulturfrage aus dem Weg gegangen wird von Seiten der SPD, der Erfolg sich einstellt? Na, sagen wir es mal so, es ist sicherlich wichtig, wer eine Mehrheit gewinnen will in Deutschland, muss irgendeine Kombination aus Globalismus und Territorialismus anbieten. Also irgendetwas, wir tun etwas für unsere Leute und wir wissen, dass die Welt größer ist als nur Deutschland. Das ist sozusagen, das ist wichtig und das tut er, indem er diesen Trick macht, ich spreche den Einzelnen, der einzelne Mensch, ich spreche den einzelnen Mensch an. Das ist eine Chance, also eine Brücke
Ich kann damit eine Kompromissbildung aus Territorialismus und Globalismus kommunizieren. Ja, ich wollte ja, nett sein. immer nett. Aber es gibt einen Punkt, ich glaube nicht, dass das mit links-rechts irgendwie vorbei ist. Wir sind eigentlich in einer Phase des Übergangs, in einer Reformulierung des politischen Raumes, meiner Ansicht nach. Also nur um es mal anzudeuten, die CDU nach Angela Merkel wird in weit größeren Problemen der Weltdeutung stecken als die SPD nach Gerhard Schröder. Da bin ich mir relativ sicher. Und das wird eine sehr, sehr interessante Debatte sein, was eigentlich konservativ zu sein bedeutet nach Angela Merkel für jemand, der CDU zuneigt. Also insofern, das wird ein sehr interessanter Punkt werden. Ich glaube, dass sozusagen Schulz eines bis Augenblick noch nicht geliefert hat, was mir einfach von der Tradition her klar ist. Sozialdemokraten müssen irgendwann eine Idee eines Projektes präsentieren. Das ist der Unterschied zu den Konservativen. Die müssen irgendwann mal sagen, gibt es jenseits der Kommunikationsstrategie irgendein Projekt, für das wir einstehen. Nee, das ist kein Projekt. Gerechtigkeit ist eine Lehrformel. Das ist kein Projekt. Und das Projekt muss sozusagen heißen, weil natürlich haben auch Liberale haben eine Idee von Gerechtigkeit. Natürlich haben sie das. Also jeder hat eine Idee von Gerechtigkeit. Welche Gerechtigkeit? Unter welchen Bedingungen? Und da muss, glaube ich, ein Sozialdemokrat ein bisschen irgendwann liefern. Und wenn er das nicht tut, dann ist die große Katze im Hintergrund. Und die wird irgendwann zuschlagen. Und das wissen wir jetzt schon. Und die Katze weiß, wann sie zuschlägt. Und das wird sehr, sehr interessant. Wer ist die große Katze? Nee, Angela Merkel. Okay. Nochmal an Kellner zurückgespielt die Frage. Sie haben vorhin gesagt, wir stehen eigentlich viel mehr für die Fragen und auch die Antworten, die diese Gesellschaft braucht im 21. Jahrhundert. Wir thematisieren die Frage des Klimawandels. Wir haben jemanden, der für Multikulturalität steht. Wir sind eigentlich die Repräsentanten des Modernen. Warum dringen Sie damit nicht durch? Warum können Sie nicht mobilisieren all die Menschen, die hinter diesem Projekt stehen müssen? Also ich glaube, wir werden durchdringen und ich bin optimistisch, dass wir das schaffen werden bis September, weil wir da einfach ein starkes Angebot haben. Und ich möchte auf eine Sache, weil jetzt, das hatte mir jetzt auf dem Panel schon fast Verzückungsgefühle hier auf Martin Schulz auf allen Seiten kam und man hatte das Gefühl bei einigen, er könne über Wasser laufen und so. Und er wäre jetzt der Obama und so. Also ich will mal sagen, wissen Sie, im Januar bin ich noch von allen gefragt worden, was machen Sie denn, dass die grünen Wählerinnen und Wähler nicht zu Angela Merkel überlaufen. Weil nämlich Frau Merkel so deutlich populärer als Sigmar Gabriel bei grünen Wählerinnen und Wählern war. Und zwar 70-30, ja, in dem Verhältnis. Das war die Frage im Januar. Ich will nur mal sagen, auch weil jetzt immer alle, und das ist natürlich wirklich ein Problem, wir leben immer in so einer fortgesetzten Gegenwart. So wie es heute ist, ist auch noch die nächsten 6 Monate. Und das ist nun wirklich Käse. Also wenn wir eins in den letzten 1,5 Jahren gesehen haben, ist dann, wie volatil, ja, wie groß die Schwankungsbreite ist. Also das war die Frage, die mich im Januar, wurde ich von Journalisten gefragt, Herr Kellner, Sie als Geschäftsführer, wie verhindern Sie das denn? Jetzt war Sigmar Gabriel den unbeliebtesten Sozialdemokraten, bekannten Sozialdemokraten, den man finden konnte als Parteivorsitzender der SPD. Das hat seine Gründe, das muss ich gar nicht bewerten, es war einfach empirisch so. Jeder andere Sozialdemokrat, der halbwegs Sozialdemokratin, die einen Namen hatte, hatte deutlich bessere Werte als Sigmar Gabriel. Das, was ich absurd finde und was wirklich was Negatives über Europa aussagt, dass man nach Europa kommen kann, der dann hier neu sein muss. Das ist aber eine Nebendebatte, weil das zeigt leider was, wie die Wahrnehmung europäischer Politik in deutscher Innenpolitik stattfindet. Nebenpunkt. Aber warum hat denn der Schulz-Kranz so einen Erfolg? Das liegt doch an der tiefen Müdigkeit, die Angela Merkel ausstrahlt und eine tiefe Müdigkeit mit Angela Merkel. In der auch Gesellschaft. Eine Müdigkeit, die Grünen ausstrahlen? Ich komme gleich drauf zu. Also wir haben doch, einer der genialsten Bilder, die ich gesehen habe, wo ich mich hier schrecklich gelacht habe, war dieses gemeinsame Auftreten von Seehofer und Merkel.
bei der, als sie dann gesagt haben, wir gehen jetzt doch gemeinsam in den Wahlkampf, weil die haben da, also die haben da Minen gezogen, also da denken die, waren gemeinsam auf einer Beerdigung. Ja? Also es war unglaublich. Fragt man sich, warum sie überhaupt zusammen aufgetreten sind. Ja, es war ehrlich, aber es alleine reicht dann auch nicht. Ja? Also völlig zerstrittene Union, also sie können die Trump-Mauer mittlerweile quer durch die zwischen CDU und CSU bauen, ist ja mein Eindruck, ja, wenn sie das sich anschauen, also eine Frage von Geschlossenheit, auf den konservative Wählerinnen und Wähler besonders viel Wert legen, Grüne übrigens auch, aber nicht nur, also insgesamt. Da sehen Sie doch eine Union, die ich nicht unterschätzen würde. Ich bin bei Ihnen, ja. Also sie kann zurückkommen. Aber das hat auch viel mit dem Phänomen zu tun, dass es da einfach auch einen Wunsch nach Veränderung und Wandel gibt. Und das ist jetzt nochmal das Interessante, um auch nochmal ein bisschen rauszuschauen. Also wir haben gerade einen Programmentwurf vorgelegt, an dem wir weiter arbeiten, der aus meiner Sicht sehr klar sagt, was wir vorhaben, was wir verändern wollen, was es geht. Und das ist doch ein Punkt, in dem es auch geht in diesen Auseinandersetzungen, weil Sie sehen ja, also wenn ich mir anschaue, was gerade in Frankreich passiert mit Macron, der gewinnt wahrscheinlich immer die französischen Präsidentschaften, weil der hat keine der beiden Parteien, die traditionell in den letzten Jahrzehnten dort immer gewonnen haben, hinter sich. Ein total interessantes Phänomen. Da sehen Sie, was an Veränderungen und was an Volatilität und was an Schwung drin ist. Und das müssen wir für uns nutzen und dann ist es mir auch nicht bang. Mit großem rhetorischem Geschick und viel Unterhaltungswert sind Sie aber ein bisschen der Frage doch aus dem Weg gegangen. Das kann ich mir nicht vorstellen, Frau Potztosch. Eine Frage ausgewichen, nein. Auf die Grünen und ich wiederhole die Frage nochmal, weil sie ist irgendwie total untergegangen. Also die Grünen, die ja mal eigentlich in den 80ern eher vielleicht als in den 90ern, plurale Gesellschaft, wie wir sie heute haben, miterkämpft haben, wirklich erstritten und erkämpft haben. Warum können Sie jetzt die Kräfte für deren Verteidigung, wo man das Gefühl hat, es geht wieder um was, es geht darum, die plurale Gesellschaft wirklich zu verteidigen, warum können Sie die Kräfte so wenig mobilisieren zurzeit? Welches Narrativ fehlt, welche Sehnsucht wird nicht angesprochen? Ich glaube, wir sind manchmal zu verzagt und das ist schon bei der Frage mir zu verzagt, weil wenn ich nur darauf gehe, ich gehe in Verteidigen oder Sie haben vorhin von Stelle... Also Volksentscheid wird seit 8 Monaten von der Regierung in Berlin blockiert. Selbst wenn wir das ändern würden, ist es, glaube ich, nicht die Antwort auf die Frage von Frau Stosch. Also wenn ich jetzt über Volksentscheid in Berlin rede, dann heißt es, ich würde ausweichen. Zu Recht. Haben Sie völlig dann recht. Also, ich glaube, dass wir manchmal viel zu verzagt sind. Und ich glaube auch in der Sprache und auch wenn ich mir jetzt, ich habe mir so ein bisschen die Vortexte für die Panels angeschaut, es geht nicht nur ums Verteidigen. Ja, es geht auch um das Verteidigen, aber es geht auch darum, dass wir standhaft vorangehen wollen mit dieser Gesellschaft, nicht nur in den Schützengraben, dass wir doch klar machen müssen, wohin soll eine offene Gesellschaft sich weiterentwickeln. Ja, es geht einerseits, wir sehen, dass kulturelle Errungenschaften, wo wir Mehrheiten erkämpft haben, Jasmin Siri hat darüber gesprochen im Bereich Feminismus, dass sie auf einmal wieder in Abrede gestellt werden. Dann dürfen wir nicht zurückweichen, Werte sind nicht verhandelbar, muss man sie für stark machen, für kämpfen. Aber es reicht nicht als politische Partei zu sagen, wir verteidigen den Status quo oder wir gehen in den Schützengraben rein. Das ist nicht der Punkt, der ausreicht für eine politische Auseinandersetzung, sondern da ist doch die Frage, wir gehen weiter. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben diese Frage von Doppelpass, die jetzt gerade wieder hochläuft als Streit. Ja, da hatten wir mal einen Kompromiss gemacht, der war ziemlich schwierig. Ich erinnere Roland Koch und Hessen, einige werden sich daran erinnern. Und ich sage Ihnen, was wir wollen, wenn wir regieren, ist zu sagen, ja, wir wollen, dass wer hier geboren ist, hier zu Hause ist, hier einen Pass erhält. Also dass in, da weitergehen in diesen Fragen. Ja, das ist ein Punkt, da müssen wir die Auseinandersetzung offensiv suchen und auch beschreiben, was wir wollen. Und das sind Punkte, das erwarte ich, das wünsche ich mir von uns. Und da ist natürlich manchmal, das will ich auch offen einräumen, wir machen dann auch zum Teil auch eigene Fehler, wo wir als Grüne auf einmal unklar sind. Ich finde es einen himmelschreienden Skandal und ich habe lange genug Außenpolitik gemacht, um zu sagen, wir wollen nicht nach Afghanistan abschieben. Und dann gab es eine Kommunikationspanne, wo so aussehen würde, als würden wir abschieben wollen. Dabei haben das die Länder gar nicht in der Hand, sondern es ist so, dass über die Frage, wohin darf abgeschoben werden, dass das Außenministerium entscheidet über Lageberichte. Das ist dann übrigens der Fischer, ich bin nicht immer ein Fan von ihm, aber der Fischer hat zum Beispiel Amnesty International und andere bei der Bewertung der Lageberichte mit einbezogen. Ja, das war damals seine große Errungenschaft und hat damit auch Menschenrechtsorientierung damit reingebracht. Und heute,
schaffen wir es nicht zu sagen, wir schaffen zwar die Bundeswehr da, ja, weil es dort so unsicher ist und dort wieder Krieg herrscht, aber nein, wir schieben dorthin ab. Und da wünsche ich mir, dass wir da auch eine Klarheit haben, eine Haltung haben und sagen, es gibt Punkte, das wollen wir nicht. Und wir, wenn wir beispielsweise in eine Regierung gehen, dann sagen wir klar, mit uns gibt es keine Abschiebungen im Bürgerkriegsland. Das ist eine Haltung mit den Grünen. Da können wir Punkte machen, da können wir auch zeigen, für was wir stehen. Und da können wir auch dann Stellung beziehen gegen andere Kräfte in dieser Gesellschaft. Herr Krüger, wir waren vorhin schon, da hatte ich Ihnen ein bisschen das Wort abgenommen, da ging es eben um Kommunikation. Ist das ein Kommunikationsangebot, wie Sie sagen, ich nehme Ihr Wort auf, wo Sie sagen, ja, das in die Richtung kann es funktionieren. Wie sind Ihre Erfahrungen aus der ganz konkreten politischen Bildungsarbeit? Also ich will kurz meinen ein bisschen Unwohlsein verbalisieren, weil ich bin eigentlich bei der Frage davon ausgegangen, also nach den Demokratieverdrossenen zu fragen, dass es eine ernsthafte Suche sozusagen bei den Grünen gibt, nochmal in die Tiefe hinein zu fragen, wo sind wir noch nicht so kredibel unterwegs, wie müssen Formate, wie muss politische Auseinandersetzung, wie muss der Transport der originär grünen Erzählung in gesellschaftliche Bereiche, sozialkulturelle Milieus oder wie wir immer das auch nennen wollen, wie kann das optimiert werden? Und sozusagen so ein bisschen die Einladung habe ich interpretiert, mal gucken, was die anderen so machen. Und stattdessen genau, an dem Punkt sind wir jetzt, da würde ich Sie jetzt... Ja, eben, wir sind gerade nicht an dem Punkt, sondern wir sind sozusagen in so einer Art, ja, das kenne ich von den Sozialdemokraten, ich bin da lange Mitglied, aus leidvoller Erfahrung sehr lange, in so einer Art selbst besoffen reden und die eigentlichen Probleme nicht wirklich begreifen. Vielleicht ist es doch so, dass Martin Schulz mit Absicht dieses Thema Klimawandel nicht angesprochen hat. Entweder kann man das interpretieren als ein Koalitionsangebot an die Grünen oder man kann es auch interpretieren als eine ganz raffinierte Finte, ihr kümmert euch mal um den Klimawandel und wir kommunizieren den Rest. Und das ist doch genau die Falle, in der sozusagen die grüne Erzählung derzeit steht, dass man sozusagen reduziert wird auf irgendwelche Kernbotschaften und gar nicht mehr in andere Bereiche der Gesellschaft hineinstrahlen kann. Und Herr Bude, da fand ich eigentlich Ihren Eingangshinweis, jetzt nicht diese Resonanzgeschichte von Rosa, also, sondern ich fand eigentlich diesen die Liberalitätsdebatte, die Individualisierungsprozesse, eigentlich eine sehr gute Folie, über die man kommunikativ und werbend Leute aktivieren kann für die Erzählung, die derzeit woanders unterwegs sind. So, und da sozusagen die richtigen Personen dafür zu finden, das fände ich eigentlich ganz spannend. Ich wollte nur einen Satz zur Emanzipation sagen. Ich halte das möglicherweise für einen Irrtum, dass es der Fokus Emanzipation ist. Wir machen ein Beispiel aus der politischen Bildung. Wir haben uns in der politischen Bildung, auch in der überparteilichen, ja immer emanzipatorisch verstanden. Das heißt, Leute, bildet euch selbst ein Urteil und mischt euch ein und lasst euch nicht von irgendwelchen Parteien oder anderen was sagen. So, und ich glaube, dass sozusagen in bestimmten sozialkulturellen Milieus dieses Emanzipationsthema eigentlich nur als strukturelle Benachteiligungserzählung rezipiert wird. Wenn da jemand kommt und sagt, ich will mich emanzipieren oder ich habe mich emanzipiert und sozusagen das ist ein Bildungsaufsteiger sogar noch, ja, dann ist man selber in der Situation, ich werde das nie erreichen und der vertritt garantiert nie meine Interessen, sondern der ist auch wegen der Individualisierungsdimension an seiner eigenen Baustelle unterwegs. Und deshalb glaube ich sozusagen, wir versuchen sozusagen die prekären sozialkulturellen Milieus zu erreichen. Was machen wir in der politischen Bildung? Wir gehen nicht mehr sozusagen über die Emanzipationserzählung und die Selbstermächtigung, sondern um die Leute überhaupt zu erreichen, gehen wir in die Entertainment-Schnittstellen der Leute. Die lesen keine Bücher mehr, die lesen keine Broschüren, die gehen auch nicht auf Online-Angebote für irgendwelcher Parteien und so weiter. Was die machen, die gucken Fernsehen, RTL2. So, und das sind sozusagen die Schnittstellen, über die man versuchen muss, Narrative zu finden, Kommunikation wieder, Selbstermächtigung wieder zu transportieren. Weil ich glaube sozusagen, es wäre einfach verlogen zu sagen, Emanzipation ist nur was für die Gebildeten, nur was für die Aufsteiger in der Gesellschaft, sondern man muss das übersetzen sozusagen auch in prekäre Lebensentwürfe, wo sozusagen Emanzipation ganz anders buchstabiert werden würde.
Und da ist es sozusagen das kleine Vorbild. Einer aus meiner Hood hat es geschafft. Der ist sozusagen politisch aktiv geworden oder der hat mit einer guten Botschaft seine Freunde motiviert, irgendwie ein Projekt zu starten. Und ich glaube, das sind die kleinen Baustellen, sozusagen diejenigen, die nicht mehr vorkommen in der Gesellschaft, mit einzubeziehen. Wir brauchen sozusagen eine Inklusion der grünen Erzählung und nicht sozusagen ein Selbstverwalten der Kernbotschaften und ein sozusagen Fokussieren auf nur die Milieus, in denen man bisher gut unterwegs ist. Dann wird man sozusagen Mühe haben, die 6,5% zu verteidigen und der Traum von den 10%, der ist dann erstmal weg. Ganz herzlichen Dank und genau an diesen Punkt wollte ich und bin froh, dass Sie ihn jetzt auch so sehr stark forciert haben und ich möchte noch einmal nachfragen, wir kennen ja die Blätter der Bundeszentrale für politische Bildung noch, so war früher mal irgendwie politische Bildung hat sie funktioniert und jetzt haben Sie gesagt, ja wir gehen ins Fernsehen RTL 2, geben Sie uns da noch mal konkret ein Beispiel, was heißt das, was macht die Bundeszentrale für politische Bildung, ich weiß, da gab es jetzt gerade ein ganz konkretes Projekt. Also wir haben sozusagen dieses ganze Thema der sozusagen Exklusion, also Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit, Antiziganismus aufgegriffen mit einer Fernsehproduktionsgesellschaft, die für RTL 2 produziert hat und die Reihe heißt Zeit für Helden und das ist sozusagen so ein Entertainment-Format mit versteckter Kamera, wo es darum geht, sozusagen das sind alles gespielte Szenen als Ausgangspunkt. Und dann geht es darum, sozusagen zu gucken, wo ist der zivilgesellschaftliche Widerspruch? Wo ist die Intervention? Und dieses Format zeigt eben nicht die blamablen Haltungen bestimmter Leute, sondern zeigt nur die sozusagen gelungenen Beispiele von Intervention. Das Verrückte für RTL 2 war, dass sie den doppelten Senderschnitt gemacht haben. Wir haben das über die Mediadaten ausgewertet. 75% hatten einen Hauptschulabschluss oder weniger. Und das heißt, man ist da an einer Zielgruppe dran mit einem Thema, die sozusagen solche politischen Fragen eher nicht oder ganz anders verhandelt und auch mit ganz anderem Vokabular verhandelt. Zweite Geschichte, wir versuchen in den sozialen Medien über YouTube an bestimmte Klientel ranzukommen. Letztes Jahr hatten wir ein Projekt zur Salafismusprävention. Wie geht man mit dem Thema Islamismus um. Wir haben mit Islamwissenschaftlerinnen aus Frankfurt am Main lange dieses Projekt entwickelt und sind dann auf die Idee gekommen, eine Beauty-Bloggerin zu fragen, ob sie mit uns dieses Projekt realisieren wird. Hatice heißt sie, Hatice Schmidt, ist mit einem Deutschen verheiratet und macht immer diese Schminkstift-Anpreisung da über ihren YouTube-Kanal. Und sozusagen hat dann mit uns und mit einer entsprechenden Produktionsgesellschaft die Begriffe des Islam in Animationsvideos, die zugegebenermaßen hochprofessionell waren, vorgestellt. Was ist die Oma? Was ist die Scharia? Was ist die Alia? Und alle diese Begriffe, sozusagen, das war der didaktische Coup, sind eben nicht eindeutig, sondern in ihrer Mehrdeutigkeit präsentiert worden. Und sie als 21-jährige Beauty-Bloggerin hat natürlich eine bestimmte Gruppe, vor allem junge Muslimas, erreicht, die das alles weiter transportiert haben. Wir hatten im Nu Hunderttausende von Seiten abrufen und auf den Facebook-Seiten dazu, beziehungsweise auf den Kommentarebenen, hat die Luft gebrannt. Natürlich waren die Salafisten auch sofort drauf. Heiße, hitzige Diskussionen und die Lehrkräfte haben mit dem üblichen Verzug von einem halben Jahr dann bei uns nachgefragt, ob es auch didaktisches Material dazu gibt, wie man diese Sachen einsetzen kann. Also es ist sogar schon in den Schulen angekommen. Und das zeigt eigentlich, dass die Not bei bestimmten Themen so groß ist, dass man einfach neu nachdenken muss, neue Distributionskanäle erschließen muss, um eben diesen Anspruch einer Demokratie für alle oder einer politischen Bildung für alle hochzuhalten. Und das geht eben nur mit entsprechender tiefen Differenzierung, mit Formatdiversität und eben mit solchen Brückenmenschen, die viel glaubwürdiger sind, als wir als Profis, als institutionelle Leute das sind. Frau Siri, wie erreichen wir die Demokratie verdrossen in einer Erzählung, die wieder alle anspricht? Diese Formatvielfalt, ist das was, wo politische Parteien im Allgemeinen, die Grünen im Besonderen, etwas lernen können oder was aufnehmen können?
Ich möchte jetzt eigentlich nicht über die Grünen im Besonderen sprechen, weil mein Zugang ist ja der soziologische und ich würde ja sagen, ich gucke eher so drauf, wie funktionieren Medien und es funktioniert dann eigentlich für alle gleich. Und ich glaube schon, dass sozusagen, wenn man jetzt sagt, okay, wir reden jetzt viel über die negativen Komponenten von Computerkommunikation, Hate Speech, Fake News etc. pp., wenn man das mal wenden will, hat man dort die Chance ja an ganz viele Publika ranzukommen und an ganz viele Gruppen ranzukommen. Und ich mache mir manchmal den Spaß, mit Hatern zu diskutieren und zu versuchen, also mit ihnen zu diskutieren. Das gelingt wahrlich nicht immer. Aber man sieht dann so schon, dass die Leute schon auch Gründe haben, einem zu schreiben, also irgendwas sehr Böses zu schreiben, und dass es sozusagen eine Art von Kommunikationsaufnahme dann auch ist. Und da stellt sich zum Beispiel die Frage, Sie haben gesagt, dann waren die Salafisten natürlich auch gleich da, aber es stellt sich für mich sehr die Frage, wie man mit so antagonistischen Positionen umgeht. Also das stellt sich für mich als Bürgerin, weil ich eben diese Botschaften kriege. Und es stellt sich aber auch sozusagen im Hinblick auf die Frage politischer Kommunikation, also wie gehen wir damit um, dass wir diese fragmentierte Öffentlichkeit haben mit ganz unterschiedlichen Publika, und wollen wir dann sozusagen es so machen, wie es sozusagen affektiv schnell geht, da hat jemand was pro AfD gesagt, ist ein Nazi, ich schreibe ihm, du blöder Nazi, befolge also schön den Luhmannschen Code Achtung Missachtung auf, und formuliere Missachtung, was es natürlich sehr schwer macht, daraus nochmal irgendwie ein deliberatives Moment entstehen zu lassen, weil wenn ich jemandem sage, du bist ein böser Nazi, ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass er weiterhin gesprächsbereit ist. Und ich glaube schon, dass es sozusagen darum geht, also und zwar nicht nur für die Grünen, sondern irgendwie für alle, die sich sozusagen dafür interessieren, sozusagen Fragmentierung, Spaltung und auch sozusagen damit ja auch die Möglichkeit, dass Gewaltakzeptanz steigt in der Gesellschaft, zu minimieren, dass es darum geht, dass man ins Gespräch kommt und in ein respektvolles Gespräch kommt mit Leuten, die Meinungen haben, die man erstmal entweder eklig findet, widerlich findet oder ablehnt. Und das ist, glaube ich, so eine Frage, die sich durch Social Media nochmal schärfer stellt. Also wie wollen wir miteinander umgehen? Und ich habe da schon das Gefühl, dass es in den letzten 3-4 Jahren da schon, und zwar auf allen Seiten des politischen Spektrums, auf allen, ja, also auch im Umfeld aller Parteien, schon doch Verbesserungsbedarf sich artikuliert dadurch, wie man eben stark die Moralkomponente in Anspruch nimmt und doch wenig versucht, sachlich überzeugend zu wirken. Und es trifft übrigens auch den Journalismus. Also auch im Journalismus wird so viel an Meinung formuliert und so selten sozusagen versucht, die Motive von Leuten nachzuvollziehen. Eine schöne Ausnahme wäre ja sowas wie die Hayali ZDF-Expedition zu Pegida, wo dann sehr lange mit den Leuten gesprochen wurde und sehr, sehr lange diskutiert wurde. Aber ich glaube sozusagen, das fehlt, und ich glaube schon, dass Social Media da halt eine Möglichkeit ist, sehr einfach an diese Publika ranzukommen, weil nicht jeder kann jetzt eine Fernsehsendung produzieren, aber jeder kann sozusagen in Kommentarspalten mit jemand, der was pro AfD schreibt, diskutieren, und zwar eben nicht nur im Sinne von Missachtung, sondern im Sinne von, ich sehe das anders, weil, und ich schreibe jetzt hier ein Argument hin. Und wenn das alle machen würden, dann wäre schon viel gewonnen, meiner Meinung nach. Kurze Nachfrage an Sie nochmal, das Formulieren von Meinung, von Moral, sehen Sie dahinter auch eine Arroganz der Funktionseliten, wie Sie vorhin bezeichnet haben? Also muss da auch ein Umdenken stattfinden? Nein, ich gehöre ja selbst dazu, aber ich glaube, ich habe vorhin das Wort Klassenstandpunkt gebracht. Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, wo man steht, und ich glaube, das ist was, was wir alle irgendwie lernen müssen, die irgendwie in recht guten Positionen in der Gesellschaft da sind, dass Kommunikation, sozusagen Kritik, die an uns geäußert wird, immer auch sozusagen eine Kritik am demokratischen Verfahren sein kann oder so gemeint sein kann. Also wenn ich sozusagen kritisiert werde als feministische Linke, die irgendwie spinnt, dann kann ich gucken, inwiefern dahinter sich sozusagen Partizipationswünsche auch verstecken könnten. Das ist eine Hypothese. Und dann ist halt die Frage, ist es zum Beispiel plausibel, wenn man, wie manche in der linken Bewegung sagt, mit diesen Leuten redet man nicht? Ja, also das ist ja ein weit verbreiteter Kommentar. Also Frau Hayali wurde jetzt gerade für ein Interview in der Jungen Freiheit sehr stark kritisiert. Ich glaube, Sie wurden auch kritisiert, weil Sie Frau Keller eingeladen haben in der Bundeszentrale. Also es ist die Frage, ist das das, womit ich Spaltung bearbeiten kann? Recht haben ist schön, ich habe auch gerne Recht. Ich bin auch eine Linke. Aber ist es sozusagen das, womit ich demokratietheoretisch
Bitte? Ja, das ist so. Aber ist es sozusagen das, womit ich politische Probleme bearbeiten kann, mit dem Recht haben? Heftiges Zeichen des Uneinverstandenseins bei Herrn Bude. Ich möchte Sie darauf noch antworten lassen und würde dann im Anschluss gerne die letzten Viertel, maximal Viertelstunde, die wir noch haben, Ihnen auch die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen. Ich finde das Modell, das Programm ganz klasse, was Herr Krüger vorgestellt hat, das finde ich, da habe ich überhaupt nichts dran zu kritisieren. Nur mit den Social Media, das wird maßlos überschätzt. Also ich bin in einer Digitalkarte-Initiative und wir haben einen Mann, der mit einer unendlichen Geduld vor Ort diese ganzen Mails beantwortet, Sascha Lobo, ich bewundere den. Es ist sozusagen bei den Kommentaren, die uns erreichen, ich würde sagen, am Ende sind 2%, wo man ernsthaft nur 3 Worte miteinander reden kann. Die anderen 98% können Sie alle vergessen. Das ist alles nur Quatsch. Und es hat überhaupt keinen Sinn da. Es hat überhaupt keinen Sinn zu diskutieren. Es ist völlig sinnlos. Es ist völlig sinnlos. Der probiert das endlos. Aber 2%, das ist es ist überhaupt, ist ein völlig irrwitziges Modell. Das Aufwand und Ertrag hat nichts mehr miteinander zu tun. Der Kern dessen, wo Sie, und das ist nun wirklich, wissen wir nun relativ genau, der Kern dessen, wo man Übereinstimmungen hinkriegen kann, ist nach wie vor eine zeitlich begrenzte Kommunikation unter Anwesenden. Das ist nun wirklich ein ganz hartes Faktum, das die Sozialpsychologie nach und nach und nach und nach immer wieder repliziert. Diese elektronisch durch Rechneraktivität vermittelte Kommunikation ist interessant als Element des Luftablassens, ist alles in Ordnung. Es ist interessant als Element sozusagen seine Joke-Kapazität zu erhöhen, habe ich auch sehr viel Verständnis für. Aber es ist überhaupt nicht interessant für die Frage des Brückenbaus, der Überwindung von Fragmentierung der Gesellschaft. Das halte ich für eine maßlose Überschätzung dieses Kommunikations. Widerspruch produziert Widerspruch, ganz kurz ganz Sie noch kurz dazu. Einen Satz dazu. Ich glaube, Herr Bude, Sie unterschätzen wirklich die Durchdringung der Lebenswelt durch die Technologie. Sie unterschätzen, dass Jugendliche ständig am Smartphone sind und nicht nur Jugendliche, ich auch. Und Sie unterschätzen, dass Leute diese Wege nutzen, um sich politisch zu artikulieren. Wahrlich oft in einer Sprache, die wir als Quatsch empfinden. Aber so sind halt Menschen. Sie äußern sich nicht immer sozusagen in der Form, wie wir uns das intellektuell wünschen würden. Und wenn Sascha Lobo, wäre übrigens eins meiner Vorbilder im Hinblick darauf, wie man Politik in Social Media machen kann. Ja, er hat 2% Personen, mit denen er sich austauschen kann, dann würde ich sagen, such is democracy. Das ist anstrengend. Das ist nicht so, dass der Bürger, die Bürgerin da draußen steht und darauf wartet, irgendwie sich in einer gehaltvollen Diskussion zu verfangen. Also ich glaube tatsächlich, dass diese 2% halt einen Unterschied machen, der einen Unterschied macht. Und was kann man denn sonst tun? Also ich meine, Sascha Lobo sagt ja auch, mir fällt ja gar nichts sozusagen Besseres ein, als wenn mir Leute schreiben, zu antworten und zu versuchen, in ein Gespräch zu kommen. Also die Frage ist, okay, dann diskutiere ich gar nicht mehr mit den Leuten, die mich über dieses Medium irgendwie adressieren. Gut. Ich sehe im Publikum und ich möchte Sie jetzt wirklich mit einbeziehen, weil ich habe eben heftiges Kopfschütteln und heftiges Kopfnicken gesehen. Da gibt es eine Meldung. Vielleicht machen Sie, genau, auch hier sehe ich, es kommt jemand mit Mikro zu Ihnen. Mhm. Aus dem letzten Teil der Diskussion stellt sich für mich nochmal die Frage, auch aus dem Titel, gibt es nicht ein gewisses Risiko, dass Sie so eine Pathologisierung dieser Leute, die Demokratie verdrossen sind, ausstellen und eigentlich die Botschaft rüberbringen, denen muss man eigentlich nur mal richtig die Welt erklären, dann verstehen sie das, und sollte man nicht vielleicht mal mit einem Interessenbegriff rangehen. Das hat vielleicht Trump auch genau richtig gemacht. Er hat gesagt, es gibt Interessen in der Welt und die müssen mal ausgedealt werden. Und vielleicht sollte man zum Beispiel bei diesen drei
bei diesen drei Gruppen, die Herr Buda am Anfang genannt hat, mal einfach akzeptieren, dass jemand, der Verlustängste hat, dass der eben ein Interesse daran hat, seinen Status zu halten. Dass jemand, der gerade oberhalb von Hartz IV ist, ein Interesse daran hat, da auch zu bleiben. Und dass die Verbitterten vielleicht ein Interesse daran haben, einfach mal auch Recht zu haben. Dass man das erstmal einfach nur akzeptiert und die damit auch auf ein gleiches Niveau zieht, bevor man wieder anfängt, ihnen die Welt zu erklären. Vielen Dank dafür. Ich würde sagen, wir sammeln noch 2, 3 Statements mehr und gehen dann wieder. Ja, ja, ich habe auch noch eine mal konkrete Anmerkung zu Michael. Wie könnte ein Kommunikationsangebot der Grünen aussehen? Da bin ich eben noch nicht sehr hinreichend aufgeklärt worden, wie er sich das vorstellt. Weil ich denke, in Zeiten des Wandels müssen auch Grüne ein Stück weit mit ihrer Art der Kommunikation auch ein Stück weit mitgehen. Ich denke, sie sind da so ein bisschen im Hintertreffen, so ein bisschen mehr so altbacken. Ich glaube, wir Grüne haben eine Haltung, aber wir müssen uns dessen nicht verbiegen. Wir sollten aber ständig bemüht sein, auf zeitliche Situationen reagieren zu können. Und da, glaube ich, tun wir uns zurzeit ein bisschen schwer. Der nächste Punkt wäre, wenn Grüne gewählt werden möchten, sollten sie sich grundsätzlich bei Aufstellung eines Parteiprogramms immer die Frage stellen, warum sollten die Wähler und Wähler uns wählen? Was können wir bieten? Wie könnte Demokratie aussehen? Ich denke, Demokratie muss Spaß machen. Die macht auch Spaß. Für mich macht sie Spaß. Aber wie kann ich diesen Spaß rüber transportieren, dass ich andere erreiche, dass ich andere mitnehme? Andere mitnehme beim Entwickeln des Spaßes der Demokratie und auch ihrer ganzen Probleme, die damit verbunden sind. Wirtschaftliche Probleme, soziale Probleme, kulturelle Probleme etc. pp. Danke. Danke. Ich würde gerne noch einen dritten Aspekt. Ich glaube, Sie waren ein bisschen vorher dran gewesen vor Ihnen. Also einmal ganz kurz nur vorweg, auch zu dem letzten. Ich verstehe das sehr gut, dieser Zynismus, den man da gegenüber den sozialen Medien, gerade Facebook, höre ich da so ein bisschen raus. Aber ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass nur weil Sie, Herr Buda, diesen Kommentaren oder dem, was da so geäußert wird, keine so große Bedeutung beimessen, weil sie sagen, das ist Quatsch und da pflichte ich ihm bei, das ist Quatsch, heißt das eben nicht, dass nicht so wahnsinnig viele andere dem unglaublich viel Bedeutung geben. Und das können Sie, wenn Sie sich mal diese Kommentare angucken, können Sie das einfach mal ablesen an den Likes, die dieser ganze Quatsch bekommt. Der ihnen nichts bedeuten mag, aber anderen Leuten bedeutet der sehr viel. Und wenn wir wissen, wie groß Facebook ist und auch was sie rechtlich sich rausnehmen können inzwischen, dann muss man das extrem ernst nehmen, zum einen. Und dann freue ich mich noch total, das wollte ich noch anteasen, auf den Streit, der vorher noch angedeutet wurde zwischen Ihnen, Herr Buda, und Herrn Krüger wegen dieses Kommunikationsangebots. Ich hoffe, da hören wir noch gleich noch ein bisschen was dazu. Ja, wir versuchen es. Jetzt sehe ich hier, ich habe eine Frau übersehen, die sich, glaube ich, schon sehr lange gemeldet hat. Deswegen Sie auf alle Fälle auch noch mit dazu. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder, geben auch Raum zur Beantwortung dieser Fragen. Ja, okay. Ich möchte nochmal zurück zum Klimawandel. Und zwar wird gar nicht kommuniziert, dass es eigentlich ein Thema ist, das alles umfasst am Ende, ja. Und dass es in jedes Lebensgebiet reinkommt. Und ich bin eine der Demokratieverdrossenen. Und zwar genau zu diesem Punkt. Ich würde nicht die Grünen wählen. Vielleicht wählen auch viele Leute, die halt wirklich was von Klimawandel, gegen den Klimawandel machen wollen, noch Grün. Weil, was sollen wir denn machen? Und wir wählen dann vielleicht noch, oder sie bleiben einfach zu Hause, weil Grün, wo ist denn noch Grün? Also das Grüne sehe ich überhaupt nicht repräsentiert und da wurde auch in der ganzen Diskussion wirklich, die Umwelt ist total vernachlässigt worden. Ja, da natürlich, also ich finde das traurig und ja, ich gehöre ganz klar zu den Demokratieverdrossenen, die wahrscheinlich nicht wählen gehen, weil, warum denn? Mich repräsentiert ja keiner. Danke erstmal soweit. Jetzt haben wir 4 sehr unterschiedliche und wirklich sehr wichtige Aspekte gehört. Ich nenne es nochmal den Interessenbegriff wieder stark machen. Dass die Frage nach dem Kommunikationsangebot, das die Grünen haben, eine Erwiderung Social Media an Herrn Buda und zuletzt, wo ist denn noch Grün? Ich bin demokratieverdrossen. Das geht alles zuerst einmal natürlich an Herrn Kellner.
Wo mögen Sie anfangen? Also ich fange mit der Interessenfrage an und versuche mich durchzuarbeiten, weil in der Tat hatte ich mich auch auf eine etwas andere Veranstaltung vorbereitet, als wir erreichen, wie die Demokratie verdrossen. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, Herr Krüger ist Pressesprecher von Herrn Schulz und so alles gut. Ich freue mich, ehrlich gesagt, was nochmal klar zu sagen ist, bei der Kritik, das Gute ist doch, dass die Wahl dieses Jahr spannend wird in Deutschland, dass wir von der Vizekanzlerwahl zu einer Kanzlerwahl kommen. Das ist erstmal eine gute Geschichte und das sieht auch, dass es mobilisiert und dass es um was geht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der ist positiv. Zu der Frage von Interessen, die Sie gestellt haben. Ich glaube, es gibt tatsächlich, wenn man überlegt, wie erreiche ich die Demokratieverdrossenen, dann ist die, glaube ich, als Artikel zu konkret, als gäbe es da nur eine Gruppe von. Also es gibt einen Teil der Antworten aus meiner Sicht, wenn es die Frage um die Frage tatsächlich darum geht, Menschen, die entweder, Sie haben das vorhin Angst vor Statusverlust genannt, oder die tatsächlich im Dienstleistungsprekariat arbeiten oder im Hartz-IV-Bereich sind, dann müssen sie Antworten geben. Und ich, Cem Özdemir war gestern bei der Veranstaltung da, ich nehme an, er hatte auch darüber gesprochen, dass es mehrere Seiten gibt, da programmatisch drauf zu antworten. Nämlich der eine Seite ist, dass wir öffentliche Güter bereitstellen, dass wir öffentliche Güter finanzieren. Was meine ich damit? Damit meine ich gute Bildungsinfrastruktur. Da meine ich aber auch mit, hat er nicht gemacht. Na gut, das steht im Programm, hat sicherlich andere gute Punkte gemacht. Dass wir einerseits der Antwort auf Demokratieverdrossenheit ist die Bereitstellung von öffentlichen Gütern, die da sind. Also ich habe Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern gemacht. Dort sehen Sie tatsächlich das Problem, dass Sie in Teilen staatliche Infrastrukturleistungen, Güter schon gar nicht mehr im flächendeckenden öffentlichen Raum haben. Da gibt es eine Antwort darauf. Das ist ein Teil von dem, was man geben muss. Dazu gehört auch, dass alle ihren fairen Teil in der Gesellschaft beitragen. Es gibt aber, das ist ein Teil der Antwort auf die Frage, wie gehe ich mit Demokratieverdrossenen um, mit einer Frage von Status, mit Frage von sozialer Situation, übrigens mit der ganzen Frage, wie bezahle ich auch in Care-Berufen angemessen, also der Frage von Dienstleistungsprekariat schwer, schlecht abgesichert. Das ist ein Teil der programmatischen Antworten darauf. Dann gibt es eine zweite Ebene, die ist auch mehrfach angesprochen bei den unterschiedlichen Kategorien. Und das ist eine Frage von einer kulturellen Auseinandersetzung. Also Sie haben natürlich in Teilen, wenn ich mir anschaue, was da an rechtsnationalistischer Bewegung bei der AfD rumläuft, das sind ja keine, und das wissen wir übrigens auch aus empirischen Studien, das sind ja Leute, denen es ökonomisch gut geht. Sie haben das vorhin beschrieben als Punkte, die wohlhabend sind, die zum Teil ja auch aus den Medien- und Verlagsbereichen kommen, die in einer ganz anderen Welt leben. Die erreichen Sie nicht über die Frage von Bereitstellung Güter und sozialen Fragen, sondern da läuft tatsächlich eine kulturelle Auseinandersetzung. Ich glaube, man muss beides klar haben. Beides ist eine Form. Und ich finde, bei der Frage von einer kulturellen Auseinandersetzung, von den Wertevorstellungen, dann muss man vernünftig miteinander reden. Aber Sie können die Werte nicht selber in Abrede stellen, die eigenen. Sondern, und da komme ich schließlich an den Punkt an, der zum Schluss gefragt wurde, vor 4 Jahren war das Internet oder die sozialen Medien der Hype für alles. Ja, es waren sozusagen, das war das Instrument für alle Wahlkämpfer und heute ist es des Teufels. So, das ist ja die Schwankung, die man da auch erlebt. Und also wir wissen, dass eines der wichtigsten Punkte ist mit Menschen reden, raus auf die Straße, raus an die Haustüren, persönlicher Dialog, das bleibt nach wie vor eines der besten Mittel, um Menschen zu erreichen. Und wenn Sie sagen, naja, das ist eine der großen Stärke, dass sich Grüne immer auf die Straßen, auf die Plätze stellen oder an Haustüren klingeln, das ist ein Punkt, das machen auch andere Parteien und dafür kämpfen, auch um da zu überzeugen. Und das ist ein wichtiger Schritt und das bleibt ein Punkt, der wichtig ist. Und wenn Sie sagen, Sie sind demokratiemüde und demokratieverdrossen, dann würde ich Sie bitten, gehen Sie wählen. Weil es geht tatsächlich um sehr viel bei der nächsten Bundestagswahl. Es geht um die Frage, in welche Richtung. Früher hat man ganz oft gesagt, es ist eine Wahl, wo man sagt, naja, wir wollen weiter voran, die anderen bremsen oder zögern.
Aber wir sind tatsächlich, und das hat man in den letzten Monaten ja auch bei anderen europäischen Wahlen gesehen, wir stehen an einer Richtungsentscheidung. Ja? Also geht es weiter voran, ja? Mit einer Frage von Klimaschutz, von Umweltschutz, geht es weiter voran mit einer Frage von sozialer Gerechtigkeit und Weltoffenheit, oder geht es zurück in ganz finstere Zeiten, wie auch eine ganze Reihe von Kräften in dieser Gesellschaft wollen. Das heißt, wir stehen da an einem politischen Scheideweg, und ich kann alle nur ermutigen, sich da einzubringen und dafür zu kämpfen. Und das ist ein Punkt, um den es in den nächsten Monaten da geht, und da braucht es alle und Sie auch. Danke. Ich würde in Anbetracht der Zeit, der fortgeschrittenen Zeit, ich hatte Sie, glaube ich, übersehen, es tut mir leid, ich kann nicht alle überblicken gleichzeitig. Möchten Sie noch kurz? Sie sind, das Mikro ist neben Ihnen, Sie dürfen jetzt. Sie sollen. Ein Bude möchte, dass ich gerne noch was sage. Ne? Wie viel haben Sie sich gegenseitig gezahlt für den? Sagen wir hinterher, ich lade ihn gleich zum Essen ein. Nein, ich wollte nur kurz noch mal an die Kategorisierung im Anfang erinnern. Und ich denke, dass die Grünen eigentlich eine Chance haben und nutzen sollten, sich mit diesem, mit der Vorstellung von Emanzipation, und ich hoffe, Sie meinen die so, zu sagen, als wirklich ein selbstverantwortlicher Bürger, der mitgestaltet. Und Schulz setzt sehr stark auf das Konzept, was wir gestern Abend hatten, nochmal Gerechtigkeit durch eine andere Verteilung herzustellen. Und zu versprechen, teilweise Rücknahme von Hartz IV, ihr kriegt halt mehr. Und das ist die Erlösung auch, alle haben darauf gewartet, eigentlich doch letzten Endes wieder sehr stark in alte Oldschool-Modelle zurückzufallen. Und ich glaube, dass die grüne Erzählung wirklich davon halten sollte, zu sagen, so, wir sind nicht für den kleinen Mann da, aber wir sind dafür da, dass der kleine Mann und die kleine Frau groß wird. Wir setzen mehr auf Befähigung, auf Teilhabe, das Obamasche jetzt we can und nicht wir machen für euch, sondern wir machen mit euch und sorgen mit dafür, dass ihr teilhaben könnt. Und das wäre für mich wirklich ein anderer Ansatz nochmal an emanzipatorischen Satz und wo Grüne sich auch wirklich absetzen könnten. Vielen Dank Ihnen. Damit sind wir, wunderbar, haben Sie den Kreis geschlossen, nochmal zum Impulsreferat am Anfang von Heinz Bude. Und ich würde ausnahmsweise mal dieses Statement als Schlusswort der Podiumsdiskussion stehen lassen. Danke Ihnen allen für Ihr reges Mitdiskutieren und Ihr Interesse und Ihnen auf dem Podium natürlich auch für die vielschichtige Debatte. Ich darf Sie jetzt im Rahmen der Heinrich-Böll-Stiftung einladen, weiter zu diskutieren. Beim Mittagessen gibt unten was zu essen und zu trinken. Und dann geht es hier ab ca. 13.30 Uhr weiter. Erstmal mit einer Debatte um die Rückgewinnung des Öffentlichen im Zeitalter der Digitalisierung. Da sind wir eigentlich bei dem Thema, was wir jetzt schon so gut angespielt haben. Und danach geht es nochmal auf einem Panel um die Erzählung vom Selbst und der Gemeinschaftlichkeit in der pluralen Gesellschaft. Ihnen noch einen interessanten Nachmittag und danke für Ihr Interesse bis hierher. Applaus